Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu dem letzten Türchen eures Adventskalenders. Wir haben heute den 24. Dezember, also Heiligabend. Auch heute habe ich mir wieder eine Geschichte und ein Gedicht rausgesucht. Und das Gedicht kommt wieder einmal von einem Zuhörer. Wir beginnen natürlich erstmal mit dem Gedicht. Es ist kalt geworden und spät. Das Licht scheidet früh. Nebel weidet über dem Schnee. Der Winter blüht. Die Geschichte, die ich euch heute vorlesen möchte, heißt Xylophon. Xenia geht jeden Tag, wenn sie aus der Schule kommt, bei Feldheim vorbei. Feldheim ist ein Spielzeugladen mit zwei riesengroßen Schaufenstern, voll mit den tollsten Spielsachen. Seit November drückt sich Xenia am linken Fenster die Nase platt, immer genau an derselben Stelle. Ganz vorn steht nämlich zwischen einem Puppenwagen und einem Dreirad ein wunderbares blaugrünes Instrument, ein Xylophon. Ein seltsames, seltenes Ding mit einem seltsamen, seltenen Namen. Wäre Xenia nicht neulich im Zirkus gewesen, so wüsste sie vermutlich gar nicht, was man überhaupt damit macht. Aber im Zirkus hat ein Clown so fabelhaft Xylophon gespielt, dass Xenia vor Begeisterung ganz aus dem Häuschen war. Zwei Hämmerchen, so flink und leicht wie Vogelschwingen, hat der Clown darüber hin tanzen lassen und dabei immer neue Töne herausgeholt. Und alle haben sich, wie durch Zauberei, zu einer federleichten Melodie aneinander gefügt. So wie der Clown möchte Xenia auch spielen können. So ein Xylophon möchte sie auch haben. Deshalb also drückt sie sich seit November jeden Tag bei Feldheim die Nase platt. Bald ist Weihnachten. Xenia hat das Xylophon ganz oben auf ihrem Wunschzettel stehen. Mama und Papa haben gemeint, so ein schwieriges Wort könne der Weihnachtsmann vielleicht gar nicht lesen. Doch Xenia lässt sich die Sache nicht ausreden. Sie träumt von dem flinken Hämmerchen und der federleichten Melodie. Von dem ganzen wundervollen blaugrünen Instrument, das bei Feldheim im Schaufenster steht. Aber dann, eines Tages, Mitte Dezember, ist das Xylophon weg. Zwischen Puppenwagen und Dreirad steht jetzt eine Schubkarre. Xenia ist maßlos enttäuscht. Irgendjemand hat das Xylophon gekauft. Sie nimmt einen Mut zusammen und fragt im Laden, ob noch so ein Instrument da ist. Aber die Verkäuferin schüttelt den Kopf. Das Exemplar im Schaufenster war wirklich das allerletzte. Xenia erzählt ihren Kummer Mama und Papa. Doch mehr als ein Achselzucken und einen mitleidigen Blick erntet sie nicht. So kommt der heilige Abend. Xenia freut sich diesmal gar nicht so wie sonst. Gewiss wird sie schöne Sachen unter dem Tannenbaum finden. Na, so etwas Schönes wie das Xylophon kann ja nun nicht dabei sein. Wie immer sind die Geschenke mit einem weißen Tuch zugedeckt. Nach dem letzten Lied darf Xenia es wegziehen. Sie zupft hier und zupft da. Und dann sinken ihre Arme herab. Denn was steht da vor ihr? Oh Wunder, ein blaugrünes Instrument mit zwei Hämmerchen, die nur darauf warten, sich wie Vogelschwingen in Bewegung zu setzen. Das Xylophon, von dem Xenia seit Wochen geträumt hat. Donnerwetter, sagt Papa. Dann konnte der Weihnachtsmann das schwierige Wort also doch lesen. Das war die letzte Geschichte von eurem Adventskalender am Heiligen Abend. Ich wünsche euch ein gutes, erholsames und vor allem familiäres Weihnachtsfest. Genießt die gemeinsame Zeit. Und für die nicht das Glück haben, mit ihrer Familie feiern zu können, ich bin in Gedanken bei euch. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Jahr und tschüss. Euer Dengoku.